Was natürlich vor allem mal beeindruckend ist, ist die schiere Größe der Produktion. Also wie schnell das ging, dass eben jetzt ein Haus wie Join Ostdeutschland heraus Geschichten angehen, die von Anfang an einfach eine richtig große Wertigkeiten mit sich bringen. Wir hatten da schon das ein oder andere Set, da flog schon richtig was durch die Gegend, ne? Und die Hubschrauber noch hier und da und so, also da war schon was los. Wir haben wirklich darauf gesetzt, an Originalschauplätze zu gehen und die entsprechend aufzubereiten, sodass wir den Blackout nach und nach erzählen können. Der Handlungsstrang von Frauke Michelsen spielt ja hauptsächlich im Innenministerium und das war irgendwie total spannend, weil es für mich eine ganz andere Welt ist, diese Büroräume. Und wir haben das Ende September letzten Jahres gedreht und da war es sauheiß in Berlin und wir haben natürlich immer Kälte behauptet und sind mit Schals und Mützen rumgelaufen. Das ist ja sozusagen die Natur auch von so einem actionbetonten Thriller, ne? Hier und da viel Laufen und Rennen und Verletzungen und so ein Kram. Es ist eine unglaublich spannende High-End-Thriller-Serie. Es ist super geil gefilmt, es sind tolle Schauspieler dabei, das Drehbuch war eh Hammer. Ich glaube, das wird echt spannend.